This marks the latest in a series of disappearances dating back to 1994, when a group of students ventured into the woods near Burkittsville, never to be seen again. Jess, hey. Yeah, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Guess we're both full of surprises. So what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why. You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to contact Sheriff Lanning. So, ich habe mir schnell das Kabel von der Kamera wieder angeschlossen. Damit man mich auch sieht. Hä? Ich habe das Kabel vorher absichtlich rausgezogen, damit das... meine Fresse, nicht das Intro stört. Ist doch Spaß. So, also jetzt sind wir hier. Ich bin hocherfreut, dass sich im oberen linken Teil des Bildschirms kein fettes Blair Witch-Zeichen befindet, was es bei der PlayStation-Aufnahme leider tut. Deswegen habe ich mich entschieden, das Spiel zu streamen und nicht aufzunehmen, wie ich es eigentlich ursprünglich vorhatte. So, meine Lieben, ihr könnt mich jetzt sehen. Ich kann euch nicht sehen. Das kann jetzt gut oder schlecht sein, wir wissen es nicht. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Hund, den wir umlackieren können, wenn wir das wollen. Ich hätte jetzt für euch den Vorschlag, wenn ihr das möchtet, könntet ihr entscheiden, welche Farbe der haben soll. Ja. Verkehrsweiß ist, glaube ich, aus. Allerdings sonst so ziemlich alles da. Ihr könnt da gerne Vorschläge in den Chat schreiben, bevor wir loslegen, falls ihr da spezielle Wünsche habt. Meines Wissens kann es im Spiel vorkommen, dass das Tierchen gegen später eventuell verletzt wird. Deswegen wäre es vielleicht... vonnöten, wenn es irgendwelche fluoreszierenden Farben hätte, damit man es im Dunkeln leicht wieder findet. Ja, ich trinke Bier, das ist, weil man das Leben aktuell anders nicht mehr ertragen kann. Und was schmeckt. So, also, jetzt haut hier mal raus, sofern ihr noch da seid. Oder hat euch mein Gesicht so verschreckt, dass ihr weggerannt seid. Das kann natürlich auch sein. Halsband blau. Halsband blau. Okay. Blau. Moment mal, macht das so. Achso, man muss erst draufdrücken, ne? Jawohl. Das ist schon mal ein sehr schönes Signalblau, das sieht man sofort. Und für den Hund am besten was, was unter Schwarzlicht leuchtet. Yeah. Ja, also, das Hundi noch. Es sei denn, ihr wollt natürlich, dass der so bleibt, dann schreibt einfach, dass der Hundfarbe passt und Augen auch blau. Fellfarbe passt, Augen blau. Hätte ich jetzt persönlich auch so gewählt, weil die strahlen einen, glaube ich, im Dunkeln richtig schön an.
Ich persönlich hätte ihn jetzt. Moment, ich hab's mir ja. Ich hab das Spiel ja schon mal Test gespielt. Ich hätte jetzt auch das Weiß genommen. Aber der soll so bleiben, wie er ist. Das war. Nee, was war denn das? Das müsste jetzt das gewesen sein, ne? Ich glaube, so sah er ursprünglich aus. Ne? Ja, dann lassen wir den so. Jetzt müssen wir erst runtergehen. Und er bellt. So, jetzt sind wir dann schon mal hier. Ich habe für das Spiel eingestellt, beziehungsweise für den Stream, 60 Bilder, die jetzt leider auf der PS4 hier nicht so ganz überzeugend durchrennen. Full HD. Der ein oder andere mag schon wissen, Netflix und YouTube haben so die Videoqualität ein bisschen runtergesetzt, weil sie aus irgendeinem Grund in den nächsten Tagen vermehrten Ansturm auf Videos, beziehungsweise generell aufs Internet vermuten. Sollte im Moment aber nicht stören, solltet ihr aber gegen später feststellen, scheiße Qualität, Alter. Müsste ich mir überlegen, ob ich eventuell auf 27p und 30 Frames runtergehe. Dann müsste ich allerdings auch einen neuen Stream starten. Schauen wir mal. Aber bis jetzt scheint alles gut zu sein. Gut. Also jetzt kann man sich hier ein bisschen umgucken. Das werde ich auch als erstes mal tun. Soll wohl so sein, dass der Hund einem so ziemlich sagt, wo man hin soll. Deswegen wird er sich jetzt wahrscheinlich auch hier so auf die Kofferraumhaube des Wagens konzentrieren, auf dem ein Stück Papier mit einem Stein drauf liegt. Ja, ich vermute mal, dass das Sinn macht. So. Ich habe diesen Teil des Spiels, also wirklich nur diesen Teil hier, den wir jetzt sehen können, schon so ein kleines bisschen erkundet. Also ich weiß schon, was hier zu tun ist. Es ist nicht viel. Ich könnte mir das merken, auch im hohen Alter noch. Ja. Müssen wir noch mal ganz, ganz geschwind ein bisschen die Steuerung durchchecken. Moment. Ich habe jetzt vorher beim Telefonieren im Auto festgestellt, dass auf die R-Taste... Doch, jetzt reagiert's. Aber während dieser Autofahrt, als das Telefon klingelte, musste ich mehrmals auf die R1-Taste drücken, damit mir das Telefon endlich mal angezeigt wurde. So. Also, was da besprochen wurde am Telefon, haben wir alle gelesen. Ich habe allerdings schon vergessen, was da stand. Das ist allerdings nicht so schlimm. Wir machen jetzt mal, was der Hund sagt. Der Hund sagt, nimm das. Das müsste jetzt genau mit R2 gehen. Genau, da kam also auch vorher im Auto eine Radiodurchsage, dass dieses Kind vermisst ist. Und den sollen wir jetzt suchen, beziehungsweise den sind wir in den Wald gefahren zu suchen. Warum ausgerechnet wir, weiß ich jetzt noch nicht genau. Bruder, Sohn, keine Ahnung. Habe ich jetzt noch nicht genau festgestellt. Aber der ein oder andere kann mir da vielleicht einen Tipp geben. Jetzt lesen wir erstmal, was da steht. Anthony, solltest du endlich damit aufgehört haben, dir wegen der Hexe in die Hosen zu pissen und dich doch dazu entschlossen haben, aufzukreuzen, dann wirf einen Blick in den Kofferraum. Daran liegt ein Funkgerät für dich. Ich lege dir außerdem noch ein Foto des Kindes bei, nach dem wir suchen. Du erreichst Sheriff Lanning auf Kanal 2, wenn du bereit bist, dich uns anzuschließen. Kanal 2. Okay. Ich meine, im Kofferraum ist auch noch ein... Funkgerät entsprechend. Genau. Sorry, Anthony. First come, first served. Ja, genau. Landing once I'm in the forest. So, das kann man sich jetzt angucken hier ringsrum. Tralala, hopsasa, da ist es. Ich steck's mal ein. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie nimmt man das? Ich glaube auch mit. Das ist das Handy hier, das ist das Funkgerät. Kanal 2, das ist jetzt auf Kanal 1. Kanal 2, Kanal 3. Okay, also wir sollen ja Kanal 2 wählen. Kann man jetzt irgendwas machen? Sobald wir im Wald sind. Okay, okay, alles in Ordnung. Also, dann schaue ich mich jetzt hier noch ein bisschen um, ob hier noch irgendetwas Sinnvolles rumliegt. Hier sind auf jeden Fall an mehreren Stellen vermissten Bilder von dem Jungen auf dem Boden. Da ist noch was. Was haben wir denn da? Ein Foto, was zur Hölle? Kann das genauer angucken? Arcadius. Sieht ein bisschen gruselig aus, ne? Wird uns aber in keinster Weise ängstigen. Denn wir haben keine Angst. Wir kennen keine Angst. Die Angst fürchtet uns. Oder so. Gut. Haben wir ja nochmal irgendwas? Vielleicht Schusswaffen oder so. Oh, Kaffee. Den nehmen wir natürlich sofort. World's Best Sheriff, aber The World's Emptiest Cup 2. Schade. Und was haben wir da?
Zusammenfassung. Peter Shannon wurde am 15.09.96 als vermisst gemeldet. Okay, also das Jahr, in dem das Spiel spielt, ist auch 96. Dementsprechend, ich meine, der erste Film war auch 96, ne? Oder 97? Ich weiß es gar nicht mehr. Was, scheiße? Ne, ich fand den eigentlich ganz gut. Aber ist ja Geschmackssache. 15.09.1996, 14.35. Der Polizist wurde von Laura Shannon, Peter Shannons Mutter, über das Verschwinden ihres Sohnes informiert. Die erste Untersuchung ergab Folgendes. Erstens, Peter wurde zuletzt als am 15. September 1996 um ca. 11.20 Uhr gesehen, als er sich auf den Weg zum Haus seines Freundes macht. Miss Shannon hat ihn seitdem nicht mehr gesehen. Zweitens, Peter hatte früher schon öfter versucht, von zu Hause wegzurennen. Das spricht unheimlich für seine Mutter. Es gibt niemanden, der Peters Verschwinden bezeugen kann. Das ist der dritte Punkt. 15.30. Die erste Suche hat keine Ergebnisse geliefert. Aufgrund Shannons Alter wurde die Gefahrenstufe auf hoch angehoben. 17. Es wird wahrscheinlich die Uhrzeit sein. 17 Uhr oder so. 1700. So spricht man das ja in diesem Jargon aus. Es wurde ein Befehl erlassen, die Suche in Black Hills Forest fortzusetzen. Dort wurde der Junge bei seinem früheren Fluchtversuchen gefunden. Sheriff Emmett Lanning wurde mit der Koordination dieser Operation betraut. Unterzeichnet Oliver Matthewson, was auch immer. Ermittlungsbeamter. Nein? Ja. Gesammelte Gegenstände werden in deinem Rucksack verstaut. Du kannst auf sie zugreifen, indem du R1 gedrückt hältst und den Rucksack wählst. Okay. Das ist das Funkgerät, das haben wir in der Hand. Das ist der Rucksack. Da haben wir jetzt eine Ledergeldbörse, ein Hunde, 10 Hundeleckerli. Ah ja, das ist da auch noch unterteilt nach Untersuchungsbericht Peter Shannon. Das war das, was wir gerade gelesen haben, nehme ich an. Foto von Peter. Von Arcadius. Foto von Arcadius R. Das war das Gruselige. Und die. Ich hab ja mir abgewöhnt, Angst zu haben bei solchen Spielen. Das bringt ja alles nichts. Da spielst du bloß nicht durch, wenn sowas ist. Ich habe leider auch gelesen, dass das Spiel überhaupt nicht gruselig sein soll. Aber jetzt schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ja. Also, soweit, so gut. Wir sind jetzt mal hier. Kann man dieses Ding hier noch öffnen? Bestimmt. Jawohl. Allerdings ist hier nichts weiter. Schade, irgendwie so ein Pumpgun oder sowas. Weil im Wald könnte ja sein, kommt ein Hirsch. Oder ein Hase. Den man dann noch erledigen müsste. Da wäre noch was. Ah, die haben sogar ein Zelt dabei, so wie es aussieht. Oder was weiß ich, was das ist, ne? Scheint zumindest so. Mehrere Zelte. Oder Schlafsäcke, wie auch immer. Das hier sieht auf alle Fälle aus wie ein Zeltgestell. Ja. Den Donut kann man leider nicht essen, das ist sehr schade. Stand jetzt aber auch schon eine Weile in der Sonne, muss ja nicht sein. So. Also, dann ist hier noch ein Plan von dem Wald. Ja. Das, nicht mit dem Fahrrad rein, machen wir nicht. Deswegen lassen die Leute auch ihre Autos alle hier stehen. Also ich schätze mal, wenn Fahrräder verboten sind, sind das Autos auch. Ja. Dann haben wir jetzt hier noch was Interessantes. Das nennt man, glaube ich, einen... Das hat einen Namen. Ich hatte das Ding schon mal in der Hand hier. Ein Totem oder irgendwie sowas. Genau. Kann man jetzt hin und her drehen, wie man möchte. Was das bringt, weiß ich nicht. Wir können maximal mal in den Rucksack schauen, ob dieses Gerät... Geschnitzte Figur Nummer 1, genau. Jetzt nimmt man die natürlich wieder. Gibt es da irgendwelche Infos drüber? Nö. Was hat er denn hier? Was hat er in der linken Hand? Ach, das ist der Rucksack. Ich meine auch, es müsste irgendwo noch eine Taschenlampe geben, oder haben wir die schon? Gesundheit. Ah ja. Also jetzt hat er zumindest mal. Du darfst geäst nicht abhängen oder zerstören. Aber was ist, wenn es dann lustiger wird? Oder spannender? Ja, lustiger wahrscheinlich kaum. Mich würde jetzt erstmal interessieren, allerdings, wie diese Taschenlampe funktioniert im richtigen Leben. Was hast du da? Was ist das? Warum tust du das? Und jetzt?
Jetzt hat er die Flasche genommen. Kannst du mir zeigen, wie die Lampe angeht? Ja, Ricky Dicky soll mir mal sagen, wie die Lampe angeht, bitte. Aber er hat es auf dem PC gespielt wahrscheinlich, ne? Da wird jede Info wahrscheinlich für mich nicht verwertbar sein. Ja, vielleicht ist die ja auch schon an die ganze Zeit. Und ich sehe es nur nicht, weil es eigentlich ja noch hell ist. Also doch, die ist an. Da bringt ja gar nichts, ey. Dann sollte ich auch noch wissen, wie man sie ausmacht. Ist egal. Jetzt gehen wir mal ein Stück in den Wald rein, dass hier endlich mal was passiert. Nach einer halben Stunde Stream. So. Es kommen schon irgendwelche Hintergrundgeräusche hier. Lustig, fein. So soll es sein. Ah ja. R1 ist es in dem Fall. Er nimmt die Taschenlampe dann auch gleich weg. Noch brauchen wir sie nicht, deswegen benutzen wir sie auch nicht. Okay. Da geht er jetzt automatisch durch. Kann ich nicht ändern. Will ich auch nicht ändern. Der Hund heißt Bullet, ja. Also, ich habe ihn nicht so genannt. Ich habe ihn lediglich gefärbt. Amerikaner nennen ihre Hunde gerne Bullet. Kalaschnikow, ja. Oder 7,62 mm. Full Metal Jacket. So, da ist auch einer mit dem Meer durchgegangen, völlig planlos. Und dabei kommt dann sowas raus. Yo. The Blair Witch. Wenn man die Blair-Hexe sieht, ich denke, so ähnlich wie in den Filmen eigentlich gar nicht. Aber das ist ja das Schlimme daran, man sieht sie nicht. Aber sie ist trotzdem da. Sie ist da, aber man sieht sie nicht. Im 16er meinst du? Da sieht man etwas. Ob das jetzt eine Hexe ist, weiß ich nicht. So, R1 halten und wähle das Funkgerät. Ich fand den neuen Blair Witch allerdings relativ gut, muss ich sagen. Der war auch so auf Found Footage gemacht. Aber deutlich besser als der erste. Zumindest mal von den Effekten her. Wo ist das scheiß Ding da? Kanal 2. Haben wir ja auch schon. Anrufen. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullet's with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your, health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Okay. Also Gespräch beendet, schon heult der Hund. Wo ist der Hund? Warum heulst du? Was tust du? Ich muss vielleicht noch eine Kleinigkeit erwähnen. Also das Spiel enthält wohl Gewaltdarstellung. Ja, was ja schon mal in Ordnung ist soweit. Und es wird wohl PTBS dargestellt. PTBS ist meines Wissens eine posttraumatische Belastungsstörung. Genau. Das heißt, dieser Alice hier, deswegen hat ihn auch der Sheriff gerade gefragt, ob er sich gesundheitlich überhaupt in der Lage fühlt, das hier zu machen. Der leidet wohl unter sowas. Ich weiß es aber nicht, warum. Wir werden es vielleicht im Laufe des Spiels noch erfahren. Kann unter Umständen auch relativ, wie soll ich jetzt sagen, verstörend dargestellt sein. Ich weiß es aber nicht. Also sollte jemand leicht beseitigt hier sein, was ich nicht glaube, denn ich kenne euch ja alle bis jetzt, dann wird das hier ein Spaziergang. Ja. So, da ist der Hund. Das mit dem Halsband ist echt eine gute Idee gewesen. Danke, Bitchpatch. Ich sehe ihn jetzt sogar auf mehrere Meter Entfernung. Es kann irgendwann sein, ich finde nur noch sein Halsband. Ohne den Hund dran. Gut. Der hat jetzt allerdings so interessant in diese Richtung geschaut. Das finde ich ganz cool. Das wirkt so, als könnte da etwas sein. Kann ich den Hund rufen? Jetzt macht er das sein... Ja gut, immer der Nase nach. So finden wir den Weg wieder raus, ne? Ist klar.
Ja, jetzt versuche ich gerade verzweifelt irgendwie rauszufinden, ob man mittels irgendeines Knopfes an diesem PS4-Controller den Hund rufen kann. Ich habe aber gesehen, dass wir Hundeleckerlis haben. Die probiere ich jetzt einfach mal aus. Ledergeldbörse, die frisst er wahrscheinlich auch. Aber wir probieren mal die Hundeleckerlis. Snack essen. Ess ich den dann oder der Hund? Pull it. Okay. Here you go, boy. Enjoy. Schön. Also gut, hat er ein Leckerli gekriegt. Ich hoffe, die Tonabmischung ist soweit in Ordnung. Also ich nicht zu laut, Spiel nicht zu leise oder umgekehrt. Ich denke mal, ihr werdet euch dahingehend äußern, falls es euch nicht passt. Das kommt erst noch, dass wir den Hund rufen können. Okay, schauen wir mal. Also, der hat jetzt vorher so verdächtig in die Richtung geguckt und bin ich jetzt dahin gelaufen. Da ist, also ich sehe zumindest mal nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier alles frei zugänglich ist, aber ich nehme mal an, uns wird in irgendeiner Weise irgendwann eine natürliche Grenze gesetzt, so wie jetzt hier, zu dichtes Gestrüpp, zu dichtes Geäst, dass wir einfach nicht weiterkommen. So. Hier ist ein Absperrband, also hier war was. War wohl der Bereich, in dem die Polizei gesucht hat. Nein. Ach so, jetzt muss ich, Moment. Jetzt muss ich erst wieder die Taschenlampe auswählen. Ja, ja. Also jetzt ist sie wohl an, ja. Ja, da juckt's, alles klar. Wir laufen einfach mal weiter. So, jetzt schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Wo ist die Töle? Pullen, Pullen. Ach, zum Teufel mit dir. Oder zur Hexe. Ich gehe jetzt hier einfach mal so lang, wie es mir gerade irgendwie passt. Oder wie ich... Was zur Hölle? Drücke L1, um Bulle zu rufen. Hier. Da vorne ist der. Was willst du da? Bleibst gefälligst hier. Das ist Bullet, dein Hund, der nie von deiner Seite weicht. Haben wir gerade gesehen, wie der nicht von meiner Seite weicht. Ja? Höre auf sein Bellen und beobachte seine Körpersprache. Er warnt dich als erstes vor Gefahren. Aber er braucht auch deine Hilfe, um mit ihnen fertig zu werden. Hat er vielleicht auch eine posttraumatische Belastungsstörung? Vielleicht ein Polizeihund und hat mal jemanden umgebracht. Man weiß es nicht. Denk daran, wie du ihn behandelst. Kann sein Verhalten... Nee. Denk daran, wie du ihn behandelst. Kann sein Ver... Ach so, denk daran, wie du ihn behandelst. Wie du ihn behandelst, kann sein Verhalten im späteren Spielverlauf beeinflussen. Also sprich, hau ich dem in die Fresse, haut der mir auch in die Fresse irgendwann. So. Bleib immer in seiner Nähe. Länger andauernde Einsamkeit kann deinen Geisteszustand beeinflussen. Okay. Oh. Falls du Bullet aus den Augen verlierst, drücke L1. Es ist so toll, dass die Untertitel auf maximaler Größe sind. Ne? Also falls du Bullet aus den Augen verlierst, drücke L1, um ihn zurückzurufen. Wenn er in der Nähe ist, schau ihn an und halte L1, um das... Ich bin noch nicht besorgt. Um das Befehlsrad durchzuschalten. Also da gibt es wahrscheinlich Such, da gibt es Tadeln. Ah! Halt, bleib bei mir. Ah, da haben sie schlecht übersetzt, oder? Okay, alles klar. Ich bin auch sehbehindert, ich habe eine Brille. Meine Fresse. Also gut, such, tadeln. Haustier. Halt, bleib bei mir. Wenn ich dem jetzt sage, bleib bei mir, bleibt er das dann einfach für den Rest des Spiels? Das wäre doch am einfachsten, oder nicht? Schließen. Also L1, wir probieren das gleich mal aus. Da kommt das Rad. So. Such. Haustier. Habe ich gemacht. Kein Corona-Bier im Stream. Es war ausverkauft. Ich wollte welches holen. Es war ausverkauft. Tatsächlich. Es ist auch teurer, glaube ich. Also ich habe jetzt noch nie Corona gekauft.
Aber da alle anderen Sixpacks so um die 4, 5 Euro und ein paar zerquetschte waren und das Corona bei 7 Euro irgendwas, stelle ich mir vor, dass die Bierindustrie da gerade so ein kleines bisschen ihren Nutzen draus zieht. Ach so, ich soll ihm den Suchbefehl geben. Okay. Okay. Der sucht ja wie Sau, ey. Zeig mir den Weg, jawohl. Warte, warte, nicht so schnell. Ich bin ein alter Mann. Ich geh auf die 40 zu. So. Da liegt was. Oh. We're looking for Peter, not the search party, buddy. Ja, vielleicht sollten wir aber zuerst den Suchtrupp finden. Da ist ein Fußabdruck, da ist ein Bild von Peter, da ist... Ah, könnte eine Getränkeflasche sein, irgendwie, die jemand da zerknüllt hat. Okay. Was haben wir da? Okay. Also, was wollte ich sagen? Das Spiel ist mit 3,5 Stunden Spielzeit ungefähr angegeben. Ich brauche ungefähr 8, schätzungsweise. Ja. 3,5 Stunden ist das Spiel angegeben. Ich werde höchstwahrscheinlich 8 brauchen, wenn ich jedes Mal dem Hund hinterher renne und gucke, was der sucht. Aber ich komme auf alle Fälle, glaube ich, dem Suchtrupp näher. Waschbär. Kann ich jetzt weitermachen hier ohne? Ja. Er sollte jetzt echt mal den Mund halten. Also irgendwann werden seine Texte wahrscheinlich den ganzen Bildschirm füllen. Uff. Gesundheit. Okay. Kann ich jetzt meine Ruhe haben ein bisschen? Ich versuche hier gerade die Stille zu genießen. Was? Hast du was gefunden? Was haben wir denn da? World's not your goddamn trash can. Alright, boys, let's talk in more surgeon. Der Hund. So. Also das stört mich jetzt gerade ein bisschen, dass sie da im Hintergrund ihre ganze Laberei haben die ganze Zeit. Einer von den Polizisten hat wohl auch seinen Kaffeebecher hier einfach so in die Natur geworfen, ja. Darauf haben wir richtig reagiert und gesagt, die Natur ist kein Mülleimer. So. Ist unglaublich. Puss! Wollte ich gar nicht. Moment. Also ich will jetzt Folgendes tun. Kann ich dieses Gerät irgendwie ausschalten, bitte? Das geht mir ja auf den Sack. Die Laberei die ganze Zeit. Can anyone hear me? Niemand scheinbar. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist, dass ich die ganze Zeit labern höre. Aber ich will auch nicht das ganze Spiel mit Untertiteln oder mit irgendwelchen Texten lesen beschäftigt sein. Ich weiß übrigens auch nicht, wo ich bin. Eigentlich ist es keine Lichtung. So, also ich habe mich verlaufen. Ich muss das Spiel abbrechen an der Stelle. Wurde bereits abgesucht? Okay, woran sehe ich das? Egal. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass das Handy vibriert hat, beziehungsweise es kam wohl eine SMS rein oder so. Bestätigen. Nee. Also ich meine, da ist eine Nachricht, ne? Wie kann ich denn die Nachrichten bedienen? Anrufverlauf, Nachrichten. Jess. Well, I could say I'd call. Ich habe versprochen, zurückzurufen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Rufen Sie mich kurz an, wenn Sie Zeit haben. Donnys Pizza. Sonderangebot. Nur heute ist jede dritte Pizza 30% günstiger.
Na. Dort ist Pizza. Anrufen. Nicht? Ich will die Pizza haben! An den Schleifen an den Bäumen sehe ich, welcher Bereich schon abgesucht wurde. Okay. Weiß ich das jetzt auch? Kann ich jetzt diesen verdammten Pizzaboten anrufen? Egal. Anrufverlauf. Nachrichten. Telefonbuch. Sprachnachricht. Jazz. Kann ich die anrufen? Ja. Ich soll sie zurückrufen, hat's geheißen. Hey, Jess. I got your message. Hey. I'm glad you called. How's the search going? Yeah. Well, not much luck so far. But hey, you know, at least Bullet's happy we're out of the house. And Jess, Yeah? I'm sorry about earlier. You know how important this is to me. I know, just... Don't shut me out, Ellis. Believe it or not, I'm on your side. Always have been. Yeah. Thanks, Jess. And call me if things get rough, okay? I'll be here. Will do. Okay. Also ich nehme an, das sind dann diese Schleifen da. Die Frage ist nun, wo muss ich lang? Wo ist denn der... Ach so. Such. Tadel. Halt. Bleib bei mir. Haustier. Haustier. Okay, Sieg. Such. Such irgendwas. Das Ende vom Spiel am besten. Nothing there, huh? Nichts. Hilfe. Soll ich jemanden anrufen? Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Wird schon irgendwo lang gehen, ne? Was? Du rennst einfach so ins Gebüsch? Was? Ist da was? Ach so, hast du Durst? Ja, dann trink halt. Ich weiß nicht genau, was ich mit dem Hund anfangen soll, ganz ehrlich. Ist mir gerade nicht besonders hilfreich. Gesundheit. Ist das jetzt mit dem Ton eigentlich soweit in Ordnung? Wollte ich nochmal nachgefragt haben. Wichtig ist halt, ich denke mal, vielleicht wird das Spiel nachher auch ein bisschen lauter, wenn irgendwelche krassen Verfolgungssequenzen oder irgend sowas kommen, wenn da Viehzeug hinter mir her ist. Ich weiß es ja nicht. Nicht, dass dann hier irgendwas untergeht. Ton ist super. Dankeschön. Allerdings ist das mit der Orientierung hier nicht so. Ich gehe jetzt einfach mal irgendwo lang, wo ich denke, dass es vielleicht lang gehen könnte.